Hallo und herzlich willkommen zu Nachhilfe für dich. In diesem Beitrag soll es um die Szene Abend gehen. Und das ist die Szene, die zuvor war, die Begegnung mit Gretchen. Danach ist der Spaziergang. Was passiert? Mephisto und Faust schleichen sich in Gretchens Zimmer, um dort das Geschenk zu deponieren, das Mephisto besorgt hat. Gretchen kommt dann in ihr kleines, sauberes Zimmer zurück und singt ein Lied. Sie findet das Geschenk und ist aufregend und glücklich über diese kostbare Gabe. Welche Personen treten in diesem Abschnitt auf? Es sind Faust, Mephisto und Gretchen. Die Interpretation. Die Szene gliedert sich in mehrere Sinnabschnitte. Zuerst wird sie mit einem Monolog eingeleitet, anschließend fängt der Dialog zwischen Mephisto und Faust an. Dem schließt sich ein Monolog von Faust an, schließlich ein Gretchen-Monolog, in dem sie auch ein Lied singt. Gretchen scheint arm zu sein, doch hält sie ihr kleines Zimmer sehr sauber. Das zeigt erneut, dass Gretchen einen sehr guten Charakter hat. Das Zimmer wird in ihrer Abwesenheit von Faust und Mephisto aufgesucht und inspiziert. Hier zeigt sich wieder, mit wie viel List die beiden vorgehen. Faust ist von diesem kleinen bürgerlichen Milieu, das dieses Zimmer ausstrahlt, angezogen und verwendet religiöse Metaphern, während er über dieses Zimmer spricht. Ihm ist bewusst, wie frevelhaft das Eindringen in das Allerheiligste dieses Mädchens ist, dass er damit eine Grenze verletzt und er beschließt, nicht mehr nachzugeben. Fort, fort, ich kehre nimmermehr, sagt er in Vers 2730. Gretchen, die sich in Form eines Liedes artikuliert, gibt ihre eigenen Einsichten und Ansichten preis, aber äußert sich nicht klar in ihrem Monologpart, während sich Faust doch schon sehr klar reflektiert. Sie sehnt sich nach einem Mann, der sie treu liebt. Zumindest glaubt man das, wenn man sie die Ballade singen hört. Sie denkt zunächst intensiv an die Begegnung mit Faust zurück. Siehe Vers 2678 und die folgenden. In dem Gedicht, das Gretchen vorsingt, handelt es sich um Der König in Thule, ein an Herder angelehntes Lied, das 1774 auf einer Lahnreise entstanden ist. Bei dem Lied handelt es sich um eine unabhängig von den Arbeiten an Faust entstandene Arbeit, diese floss aber bereits schon in den Urfaust ein. Thule, das ist die nördlichste Insel, die bereits in der nordischen Sagenwelt eine Rolle spielt. Ist die nördlichste Insel, die je von Seefahrern erreicht wird, und es handelt sich dabei um ein Volkslied. Beim König von Thule wechseln sich weibliche und männliche Kadenzen ab. Sprachlich ist das Lied einfach gehalten, wie es eben den Volksliedcharakter so innehat. Dieses Lied ist sehr populär und wurde auch sehr populär, wurde auch mehrfach vertont. Es handelt von Treue, Leid und Leidenschaft. Beides Eigenschaften, die Faust als Person zu fehlen scheinen. Das Lied hat eine melancholische Grundstimmung und ist ein Kontrast zu Fausts ausgelassenem Liebestummel und Mephistos Bosheit. In ihrer Art, die bescheiden, idealistisch ist, verändert sie sich, als sie das Schmuckstück findet. Sie präsentiert sich in eitler Pose vorm Spiegel und erfreut sich an diesem Anblick, den das Spiegelbild ihr bietet. Sie hat die materielle Seite des Lebens entdeckt, und diese war ihr zuvor aufgrund ihrer kleinen bürgerlichen Herkunft verschlossen. Die Szene findet sich auch bereits im Urfaust wieder, und Goethe beließ die Szene Abend genau gleich zum Urfaust und nahm keine Veränderungen an ihr vor. Wenn ihr die Szene nochmal nachverfolgen wollt mit kommentierten Eindrücken, dann schaut doch mal in meinem Blog vorbei. Den habe ich euch unten verlinkt. Und ja, ich hoffe, dass ihr viel Spaß, Erfolg, Freude und Glück im Abitur habt. Danke und bis bald.